Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei Turn On. Heute zu einem Spezialvideo, denn heute haben wir uns eine Art Tech-Haul überlegt. Wie das aussehen kann? Nun, wir kaufen uns im Saturn Online-Shop ein paar Produkte zusammen, die aktuell sind, die uns persönlich gefallen oder auch die euch eventuell gefallen könnten. Ganz egal, ob es persönliche Lieblingsdinger sind oder vielleicht auch zu thematischen Bezügen. Wer weiß. Was in Zukunft kommt, ist ganz uns überlassen. Fangen wir so heute an mit einem vollgestopften Paket, noch nicht geöffnet, mit Dingen, die ich ziemlich cool finde. Fangen wir ganz klassisch an mit einem Unboxing. Das tut gut. Also, was haben wir denn da? Viele Dinge. Wir haben unter anderem eine DJI Spark, eine Gummibärchenmaschine, eine Eismaschine und Kopfhörer. Cool. Womit fangen wir denn an? Ich weiß nicht. Mit Kopfhörern. Und zwar die aktuellen Beats X Kopfhörern. Es war eine ganze Weile gar nicht so einfach, an die Dinger heranzukommen, aber jetzt sind sie auch in Serie bekommbar. Und ich muss zugeben, das hier sind meiner Meinung nach aktuell die kabellosen Kopfhörer, die man sich am ehesten geben kann. Warum? Weil hier Preis-Leistung, das heißt Preis und Qualität und auch die Ausdauer der Batterie in einem wundervollen Gesamtpaket mit Zubehör, jede Menge Zubehör, einfach stimmt. Und deswegen sind die mit dabei. Wollt ihr mal sehen, wie das ausgepackt aussieht? Ja, pass mal auf. Ihr seht hier schon, schau mal, jede Menge Einsätze für die Ohren, dann darunter ist noch Kabellage und Bedienungsanleitung und. Aber was uns da wirklich interessiert, Kopfhörer. Das Schöne dabei ist ja, für Apple untypisch, es sind keine Plastikkopfhörer, denen kein menschliches Ohr passen, sondern das sind Gummi in ihr. Reinstecken, fertig. Und schon kann ich kabellos beim Sport und sonst was machen, meine Musik hören. Machen wir weiter mit dem nächsten. Dann haben wir noch die DJI Spark. Auch die ist endlich bekommbar. In zwei Varianten. Das heißt, einmal nur als Drohne und auch in dieser Fly and More Combo. Das ist eine Fernbedienung und noch zusätzlicher Akku bei. Aber das ist die Standard-Edition. Wollen wir mal reingucken, wie die aussieht. Was uns am ehesten interessiert, ist natürlich die Drohne selbst. Was haben wir hier? Schön eingepackt in so einem Schaumstoff-Etui. Mit allen wichtigen Daten zum Thema WLAN schon an der Seite. Das heißt, ihr müsst nicht immer den Akku rauspulen. Dass sowas mehrere Jahre gedauert hat, bis die Hersteller darauf gekommen sind, ist schon geil. So. Wir machen mal auf. Das war nur das Keypad. Ta-ta-ta-ta! Das Tolle ist, ihr könnt also die Originalverpackung unterwegs auch als Transporttasche benutzen. Das ist ziemlich geil. Und wenn wir die Drohne mal selbst rausnehmen, ihr seht, wie winzig das Ding ist. Und ich glaube, das ist technologisch so beeindruckend, dass wir darüber auf jeden Fall nochmal ein Video machen sollen. Machen wir hier erstmal weiter. Das ist nur das Netzteil. Was haben wir noch? Ein Fidget Spinner. Warum der cool ist? Ihr seht's doch selbst. Machen wir weiter. So, alles was fürs Wohnzimmer ist, ist jetzt erstmal raus. Wir könnten jetzt theoretisch in die Küche gehen, denn wir haben noch zwei tolle Sachen, wie zum Beispiel eine Eismaschine bzw. eine Sorbetmaschine. Komm, lass sie auspacken. Ach, was soll's hier? Ist das nicht geil? Mit so einem Ding macht ihr Eis. Also selbst solche Küchenutensilien können mittlerweile schon echt stylisch aussehen. Und last but not least, mein persönliches Highlight. Nicht die Gummibärenbanne, sondern die Gummibärchenmaschine. Ja, sowas kriegt man bei Saturn. Wir geben uns mal ganz kurz die Packung. Ja? Es sieht ein bisschen aus wie ein Gesellschaftsspiel, wie ein Brettspiel an einem Tisch, also nicht an einem Computer. Ein haptisches wie Bravo Traube Traubenmatsch. Das ist geil, gebt euch das mal kurz. Zumindest habt ihr da die Möglichkeit zu sagen, in unterschiedlicher Art und Weise mit dem Zeug da in der Mitte in unterschiedlichen Förmchen eure Gummibärchen und Süßigkeiten zu produzieren.
Da geht einem das Herz auf. Ich mach mal eben auf für euch, warte. Das ist wirklich wie ein Brettspiel, das man zusammenstecken muss. Oder vielleicht sogar Spiel des Lebens. Hier, schaut euch das an. Die einzelnen Teile. Gummibärchen, so eine Gummischlange, Gummifische, große Gummibärchen. Richtig geil. Ich freue mich schon ein bisschen darauf, das alles ausprobieren zu können. So, ich packe das mal eben alles ein. Und jetzt gehen wir mal kurz in die Küche und probieren das aus. So, dann bauen wir jetzt mal Eis- und Gummibärchenmaschine zusammen. Fertig. Dann lass uns jetzt lecker Essen machen. Unser Eis machen wir gleich, dafür brauchen wir noch kalte Zutaten, aber wir fangen an mit heißen Zutaten. Eine Gelatine für unsere Gummibärchen. Dafür brauchen wir eine halbe Tasse bzw. einen Viertelbecher Wasser oder leckeren Saft, je nachdem was rein soll. Und eine Packung Gelatine. Jetzt muss das nur noch warm werden. Ach, wir haben noch ein paar Minuten, bis es warm wird. Dann kümmern wir uns in der Zeit um was Kaltes. Und zwar unser Sorbet-Eis. Eine Schale und gefrorene Früchte. Die kommen da rein. Und dann wird sorbiert. Gibt's das Wort? Ihr dürft übrigens keine Angst haben vor solchen Maschinchen, auch wenn sie so klingen. Ist halt so. Ups. So. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und wenn man jetzt noch ein paar Skills hätte in Sachen dekorativ Eis gestalten, dann könnte das Ganze auch ganz hübsch aussehen. Probieren wir eben. Ja. Ganz schön sauer. Aber geil. Es schmeckt wie ein zarter Eiskuss auf deiner Zunge. Und das ist top. So kann man mal eben aus gefrorenen Früchten oder anderen gefrorenen Dingen Eis zaubern. Guck mal, was hier aussieht. Es duftet auf jeden Fall schon mal schön. Wir lassen das Ganze aber noch mal 1, 2, 3 Minütchen stehen. So, nach etwa 10 Minütchen kann es losgehen. Jetzt haben wir ein paar aufgefüllt. Der Bottich ist leer und jetzt muss es noch abkühlen. Und dann werden Gummibärchen probiert. So, nach ein paar Minuten im Gefrierfach ist es soweit. Die Gelatine ist trocken und jetzt kommen sie raus. Oh. 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 Hallo, ein selbstgemachter Gummibär. Das machen wir nochmal. Ah, oh. Oh, hallo, ein selbstgemachter Gummibär. Saftig. Das hat sich gelohnt. Oh, und jetzt haben wir noch eine Überraschung für euch. Und zwar die hier. Die DJI Spark. Klein und fein. Und ihr könnt sie jetzt hier bei uns gewinnen. Wie ihr drankommt, ist ganz einfach. Postet hier unter diesem Video in die Kommentare, warum ihr Bock auf die DJI Spark hättet in Alpine Wild. Und dann schauen wir in nächster Zeit, wer der oder die glückliche Gewinnerin ist von dem Ding. Und wenn ihr jetzt Spaß hattet an einem Haul, lasst es uns auch in den Kommentaren wissen. Und vielleicht auch einen kleinen Vorschlag, damit Jens, Mero oder meine Wenigkeit nochmal einkaufen gehen sollen. Beziehungsweise was? Ich gehe noch ein bisschen fliegen. Ciao.